Von daher, ja, nein. Mach ich nicht gern. Sowas lasse ich ihn dann machen. So, ich muss jetzt einmal kurz auf den Garten switchen. Hier habe ich nichts noch mehr. Aus Tuk Tuk. Ja. Ist halt so, ne? Nein, ach, alles gut. Achso, ich muss ja noch. Habe ich das gestern nicht mehr. Ah, nee, habe ich gestern nicht mehr gemacht. Nach Gridania mal kurz. Ich habe ja keine Marken mehr. Ich habe immer noch eine Scheißfliege drin. Mir flattert irgendwo eine Fliege lang. Ich bin immer noch. Egal. Passt. So. Wie viele von den Marken habe ich denn noch? Hallo Fliege. Vermögen. Boah, ich müsste halt eigentlich auch PvP machen, ne? Das ist zum Kotzen. Aber wenn ich PvP mache, kann ich gleich die nächste Klasse hochleveln. Jetzt zum Glück. Ich habe gleich einen Discount-Termin. Mach das, Ryder. Dann, ich hoffe, viel Spaß bei deinem Termin. Und ich denke, man liest sich. So, erstmal alles hier abgeben. So, vielleicht sieht man sich auch. Vielleicht doch das, ja. Vielleicht doch das. Leichter Regianisch, Horosanisch, nee. Bleib bei Wertmarken. 33. Spiel WoW. Ich habe gerade kein Abo mehr. Ich kann es mir auch gerade nicht leisten. Ich kann das mir auch tatsächlich gerade leider nicht leisten. Nee. Wo beginnt denn eigentlich die Quest für die Sylphen? Wo beginnen denn die Sylphen nochmal? Er hat keine Lebensmittel. Lebensmittel sind, glaube ich, wichtiger als. Ah, da. Klasse Job. Ach, hier, okay. Lebensmittel sind, glaube ich, wichtiger als WoW. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Vielleicht geht das ja nächsten Monat wieder. Es kommt halt drauf an, wie die Twitch-Zahlung ist, ne? Wenn ich keine kriege, dann sieht es ein bisschen mehr aus. Wenn eine kommt, dann ginge es. Aber mal gucken. Wahrscheinlich geht es erst wieder im Dezember. Gehe ich jetzt mal so stark von aus, dass ich mir im Dezember wieder ein WoW-Abo holen kann. Das sind aus seinen Twitch-Auszahlung. Das ist das, was ich kriege, wenn Subs und sowas reinkommen. Oder durch Werbung und sowas. Das ist Money. Geld. Achso, das. Ja. Hier komm, mache ich einmal mit der. Mit dem hier. Das ist doch nur ein Gerücht. Ja, oft ist es das, ja. Oft ist es das. Aber manchmal wird es auch eine Wahrheit. Ja, das stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz.
Viel, aber nicht alles. Viel, aber nicht alles. Ich sag mal so, alle 2 Monate kriege ich ungefähr. Weil ich krieg's halt nicht jeden Monat voll. Gut, jetzt nachdem sie den Auszahlungsbetrag runtergesetzt haben, weiß ich noch nicht. Geht der jetzt erst 1 Monat lang schon so? Also ist jetzt der 2. Monat. Als es noch die 100 Dollar erreicht werden mussten, ja, konntest du sagen, alle 2 bis 3 Monate kam was. Aber ja. Mal gucken. Ja. 50% ist aber nicht alles, ne? 50% ist halt nur die Hälfte. Die andere Hälfte kriegt man. Die andere Hälfte kriegst du, ja. Also es ist trotzdem, ja. Wobei ich es immer noch besser finde als bei YouTube. Aber, ja. Gut, YouTube hat sich aber jetzt in den letzten Jahren ja auch geändert. Ich weiß gar nicht, was da abgeht. Aber da komme ich überhaupt nicht mit klar. Ich bin froh, dass ich noch weiß, wie man ein Video hochlädt. damit bin ich schon zufrieden. Jo, ich nehme jetzt einmal nur kurz für die Dings an. Okay, Ryder, lese ich mir nachher durch, wenn es okay ist. Dann antworte ich dir nach dem Stream. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Okay. Also nicht, dass du denkst, ich ignoriere es oder so. Ich mache das dann nachher. Oder in der Pause, kann es auch sein. Wenn ich in der Pause dran denke. Lese ich mir das mal durch. Ach, wenn das nicht Adari Eistatz ist. Herzlich willkommen im Abaddon der Bruderschaft. Um ehrlich zu sein, wollte ich sowieso gerade noch die Ausschau halten lassen. Du kommst also wie gerufen. Ich habe eine dringende Bitte, die ich an niemand anderen als eine erfahrene Abenteurerin wie dich richten kann. Alles klar, viel Spaß im Lurk dir. Bitte lass mich dir die Situation kurz schildern. In letzter Zeit gab es vermehrt Gerüchte über sonderbare Aktivitäten der Sylphen, die von Primae Ramo besessen sind. Um den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte zu überprüfen, beschloss die Bruderschaft, einen Nachforscher damit zu beauftragen, im Sylphenland nach dem Rechten zu sehen. Sein Name ist Voice und er wird als wahre Autorität gepriesen, was die Lebensweise der Sylphen anbelangt. Auch in der Tier- und Pflanzenforschung scheint er äußerst bewandert zu sein. Leider haben wir nun schon seit mehreren Tagen kein Lebenszeichen mehr von ihm erhalten. Man kann also nicht mehr ausschließen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Es wurde genauestens überlegt, wen wir damit beauftragen sollten, nach Voice zu suchen. Dein Name stand allerdings bereits von Beginn an ganz oben auf unserer Liste. Ich würde dir empfehlen, dich zuerst einmal in der Sylphenzuflucht umzuhören. Die Sylphe Ulmuxio kann dir bestimmt aktuelle Informationen zur derzeitigen Lage geben. So, damit habe ich nämlich dafür die Sylphe schon mal. Dann kann ich da nämlich weiter anknüpfen. Und jetzt ein kleiner Trost. Stufe 5! Das muss ich noch sammeln. Okay. Was habe ich denn mit dem Gärtner... Ah, ich weiß, was ich mit dem Gärtner getan hatte. Okay. Oh Gott, das kann dauern. Das kann echt dauern. Jetzt hör doch mal auf. Wie ein Programm, hör auf zu nerven. Gehst mir jetzt seit Tagen auf den Keks. So, also ich brauche Ahornsaft. Kann ja lustig werden jetzt. Ich glaube, am schlimmsten sind sowieso... Ich bin im falschen Wald. Am schlimmsten sind sowieso... Die Klassenquests. Das war bis 50 hochziehen, das ist die Scheiße. Und wer das innerhalb von 4 Stunden schaffen, ist fraglich.
Wunderbar. Ich habe keine Ahnung davon. Aber egal. Ahornsaft. Ich versuche jetzt, während wir das hier machen, auch die anderen Sachen so ein bisschen abzubauen. Damit wir da ein bisschen was haben. Weil für die Gehilfen brauchen wir das ja, dass die dann auf den Rest, also müssen wir ja alles einmal gesammelt haben. Wäre, glaube ich, sonst recht kontraproduktiv. Ich weiß nicht, ob die dann alles sammeln. Mal gucken. Hallo Fliege. Nein! Oh, jetzt habe ich aus Versehen. Na egal. Ich denke, ich werde noch erstmal die Sachen verkaufen. Ich freue mich damit. Oh, Kacke. Ich habe aus Versehen daneben geklickt. Okubo beschützt mich. Okubo beschützt mich. Komm schon. Beschützt mich. Ich habe aus Versehen daneben geklickt. Oh. Erdscherbe. Okay. Ein kleiner Trost, dann kann ich das erstmal abgeben. Okay, was gibt's denn? Nein. Okay, da gibt's nichts Neues. Dann hatte ich das hier schon. Dann einmal abgeben. Schlimm wird's, wenn ich dann die Sachen brauche, die nach einer Uhrzeit gehen. Ohne Witz, ich glaube, die kaufe ich mir dann einfach. Ich habe tatsächlich eher weniger Lust, da jetzt dann die ganze Zeit zu warten. Es sei denn, ich habe Glück. Ist nicht dann gerade da. Ach, und Saft für meinen Impfstoff sein. Aber warum fragst du? Willst du mir etwa welchen bringen? Dann bist du wohl die, dann bist du wohl die Neue. Komm mal mit rein. Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet. Das ist Ahornsaft. Bester Qualität. Dann verrate ich dir jetzt, wozu man ihn verwendet und warum wir so viel davon brauchen. Wenn man Ahornsaft eindickt, wird er zu Ahornsirup, der bekanntlich süß ist. Für ein Tröpfchen Ahornsirup braucht man eine Menge an Ahornsaft. Der Prozess kann auf alchemistischem Weg effektiver gemacht werden. Die nächste Produktstufe ist Ahornzucker. Den braucht man für eine ganze Menge von Gourmet-Rezepten. Für Brot und Brezeln, aber vor allem natürlich für Süßspeisen wie Torten, Kekse und Schokolade. So alles, was das Kinderherz begehrt. Aber du weißt sicher, dass nach allem, was passiert ist, Süßigkeiten und Gedanien nicht gerade im Überfluss vorhanden sind. Wir wollen etwas für die vielen weisen Kinder backen, um sie ein bisschen aufzuheitern. Verstehst du? Auch wenn die Kleinen versuchen, es sich zu zeigen, die Katastrophe hat tiefe Narben in ihren empfindsamen Herzen hinterlassen.
Entschuldige, ich schweife ab. Also, nochmals vielen Dank für deine Lieferung. Übrigens, dir fällt sicher auf, dass wir Gärtner eng mit anderen Gewerben zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit dem Gourmets, denen wir die Zutaten liefern. Aber nicht nur die kulinarischen Künste sind auf uns angewiesen, sondern auch die Zimmerer oder die Weber. Ich bin sicher, dass dir eine Übung nun, dass dir deine Übung nun sinnreicher erscheint, auch wenn sie dich am Anfang angeödet hat. Ja, das kannst du doch ruhig zugeben. Aber vielleicht willst du ja einmal selbst gesammelte Materialien mit anderen Handwerkstechniken verarbeiten. Das Gärtnern solltest du natürlich nicht vernachlässigen. Nimm ab und zu dein Sammlernotizbuch zur Hand. Sagen die Chronik deines Könns. Und geh durch, was du schon sammeln kannst. Schau wieder vorbei, wenn du kundiger und geschickter geworden bist. Fufusha wird sich freuen. So, jetzt werde ich mich um den Ahornsaft kümmern. Du kannst gehen. Und der nächste Auftrag. Ah, hervorragend. Gerade hatte ich nach jemandem wie dir gesucht. Hast du Zeit, für etwas für uns zu besorgen? Die staatliche Gesellschaft von Redania, die Bruderschaft der Morgenviper, braucht ganz plötzlich eine ganze Reihe an Krähenfedern. Dir ist sicher bekannt, dass Krähenfeder zur Befiederung von Pfeilen und zur Ausstattung von Rüstung eingesetzt werden. Ich weiß nicht, wofür sich die Bruderschaft breit macht, aber ein gutes Zeichen ist das nicht. Es steht wohl eine große Konfrontation bevor. Natürlich, müssen wir die Bestellung allem anderen vorziehen. Und ich wäre sehr froh, wenn du uns dabei helfen könntest. Denkst du, dass du 10 Krähenfeder beitragen könntest? Es waren früher mal mehr, kann das sein? Ich empfehle dir, südlich von Gilberts Wachturm zu suchen, wo die Krähen gerne nisten. Dort findest du genug Federn. 10 Federn, ja? Bringen sie dann gleich zu Sicily? Damit sie dir registrieren und ins Lager überstellen kann. Krähenfedern. Das sind Hahnenfedern, Krähenfedern. Die sich nur um Stunden handeln. Ich würde sagen, wenn dann noch ein bisschen Zeit übrig bleibt, können wir uns an die Stämme machen. Oh, nee. Allein mit der Quest sind wir jetzt eine ganze Weile beschäftigt. Okay. Krähenfedern. Diese Fliege ist auch nur dezent nervig. Krähenfedern habe ich, ne? Okay. Wie gesagt, ich will alles andere halt auch hinzufügen. Hallo, Neko Dragon. Na. Spüren tut's tatsächlich. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Windscherbe nehmen wir auch mal mit.
300 Jahre später. Oh Gott. Wenn ich weiß, ob der Mr. Zwerg da immer ist. So. Dann wieder zurück. Dann wieder bei. Bin ich zu 90% geschlafen. Aber ihn laufen lassen? Ja. Das ist lieb. Aber ja, ich habe gemerkt, dass du zumindest im Lurk warst. Aber wenn es so langsam wieder geht, dann ist ja gut. Wurde ja gestern auch nur ein bisschen dezent lang. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 1,5 Stunden länger gemacht als geplant. Nach langer Zeit mal wieder. Gut, abgesehen von sonntags, aber sonntags habe ich eigentlich auch keine Höchstgrenze. Da ist ja offen. Ich glaube, so viel hast du gestern noch gar nicht verpasst. Habe halt nur so ein bisschen Story gemacht, ein bisschen Klassenquest und ja. Fliege? Verpiesel dich. Das brauche ich nicht mehr. Servus. Weißt du, dass wir Fusha jetzt auch schon noch die Lagerverwaltung übertragen hat? Immer mehr Aufgaben soll ich übernehmen. Dich hat sie wohl zum Federnsammeln geschickt, was? Versuchst du am besten sie über die von Gilberts Sachturm. Ja, habe ich schon lange. Aber trotzdem danke. Oh, du hast die Federn ja schon dabei. Das ging aber schnell. Vielen Dank. Ist dir übrigens klar, was das heißt? Die Bruderschaft macht sich für eine Schlacht mit den Ixer bereit. Nicht so beruhigend, was? Deine Federn werden in Kürze an Harpunen und gefiederte Elbenhirtenstücken prangen. Und mögen dir den 12 beistehen, dass du nicht mit ansehen musst, wie sie einen X-Seil nach dem anderen durchbohren. Es ist zwar ein gutes Gefühl, als Gärtner einen Beitrag zur Landesverteidigung leisten zu können, das schon. Aber besser wäre es natürlich, wenn wir gar nicht erst kämpfen müssten. Na, da spreche ich wohl mit der Falschen, hm? Kriege ich keine Lösung? Bevor ich es vergesse. Kusha wollte, dass ich dir etwas gebe. Eine Bronzesense. Das ist ein Sekundärwerkzeug für deine zweite Hand. Du kannst Gras schneiden und brauchst nicht mal dein Hauptwerkzeug aus der Hand zu geben. Aber keine Bombe damit fällen, ja? Dass Kusha dir schon eine Sense gibt, bedeutet, dass du schon fast ausgelernt hast. Du könntest dich einmal an Freibriefen versuchen oder einer staatlichen Gesellschaft beitreten. So, mehr Erfahrung sammeln. Du hast bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Sobald du die Sense richtig in der Hand halten kannst, solltest du sie ausprobieren. Und wenn du Erfahrung gesammelt hast, lass mal wieder was von dir hören, ja? Sag's mal so, zumindest habe ich keine Atemnot mehr und bekomme etwas besser Luft. Das ist gut. Atemnot ist immer das Schlimmste. Das ist ja allgemein immer am Kranksein. Das ist einfach nur furchtbar. Oh, jetzt habe ich ein Mützchen. Das geht sogar. Ich bin gar kein Hutmensch. Okay, da wird es die Hose. Ah, du bist es. Du wirkst schon wie eine richtige Gärtnerin. Aber lass uns deine Fähigkeiten doch mal ein weiteres Gebiet ausdehnen. Ich habe hier eine heikle Aufgabe für dich. Du hast dabei völlig freie Hand. Einer unserer Gärtner, dieser Dumpfkopf, hat unseren Kunden Alpgast in eine missliche Lage gebracht. Du sollst das wieder ausbügeln. Gildenmitglieder müssen einander helfen, verstehst du? Und als Gärtnerin musst du deinen Teil beitragen. Mhm.
Geh als erstes in die Ebenholzpassage zu Alpgast und erkundige dich nach den Umständen. Aber sei um der Götter willen taktvoll. Er ist sicher außer sich vor Wut. Der ist auf der anderen Seite. Oh Gott, okay. Oh, Stufe 22 aber schon. Komm schon. Oh, was für eine lästige Aufgabe. Perfekt. Vor allem, das hier habe ich schon voll weit gekriegt. Das hier noch gar nicht. Na gut, ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen davor gedrückt, das zu machen. Aber egal. Aha, einer von diesen Gärtnern. Fufusha schickt dich, das sehe ich dir doch an. An der Nasenspitze an. Dann hör mal gut zu. Soll ich dich gleich rausprügeln oder zuerst beschimpfen? Na gut, Schätzchen, ich sag's dir. Es geht um Majoran. Eine völlig normale Zutat in der Alchemie. Nur darum habe ich gebeten, nicht mehr. Ihr Gärtner sammelt doch den ganzen Tag Kräuter. Ihr müsst doch wissen... Ich habe keine Ahnung, wie ihr eure Leute aussucht. Aber dieser Stümper, den ihr zum Sammeln rausgeschickt habt, bei den Gebietern... Nicht das geringste Feingefühl hatte er. Er hat die zarten Pflanzen so brutal ausgerupft, dass man sie beim besten Willen nicht mehr verwenden konnte. Tja, und deswegen habe ich jetzt keinen Majoran und kriege auch nirgendwo welchen. Ende der Geschichte, verstehst du? Ich kann nicht weiterarbeiten. Du siehst mir zwar auch nicht vertrauenswürdig aus, vertrauenswürdiger aus als dieser Dilettant, aber mir bleibt keine Wahl. Also mach schnell und bring mir 10 Büsche Majoran. Was ihr mit eurem Radikalrupfen und Gärtner macht, ist mir im Moment egal. Besorgt mir zuerst das Kraut, damit ich arbeiten kann. Und zwar schnell. Meine Kunden warten, kapiert? Wow. Majoran. Majoran wird bestimmt hier sein. Majoran, Majoran. Hallo Kitty. Hi Kitty. Majoran, 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 Majoran. Majoran, Majoran. Majoran. Da! Ja. Danke, Kitty. Willst du was dafür haben? Ich kenne wahrscheinlich die Antwort schon, aber trotzdem. Okay, war klar. Aber Fragen kostet nichts. Dankeschön. Mampf. Mampf, Mampf. Zwieselgrund. Da. Fleisch dafür war das jetzt da, das andere ging. Oh. Was brauchtest du denn für Fleisch? Die Lupenkeule, okay, die habe ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, hier habe ich das sowieso nicht drin, oder? Fleisch. Nee. Wenn, dann hätte ich sie hier mit drin. Ich hätte dir noch nicht mal welches geben können. Üppige Vegetation. Majoran.
Ich hasse Leveln der Sammler. Ich hasse es so sehr. Warum tue ich das hier eigentlich? So, gut, das habe ich vollständig. Jetzt die anderen Sachen. Büffelbohnen. Humus. Das Schlimmste ist, dass das so einschläfernd ist. Das zusammen ist nicht spannend. Und wenn man bedenkt, was ich hier schon alles drin habe für eine Scheiße. Nutzbaum. Wenn sammeln wir hier von einem anderen Kram auch noch. Okay. Und wieder zurück. Wenn wir den Gärtner dann fertig haben, kommt dann auch irgendwann der Minenarbeiter. Dann auch am besten ein extra Part-Tag für. Nee, zu ihm musste ich ja gar nicht. Ich muss ja erstmal hier hin. Kannst du nicht schon wieder bei mir auf dem Bauch kuschelig war? Oh. Ja, meine Katzen wollten heute mal nicht mit mir kuscheln. Das ist jetzt zwar selten, aber. Habe ich eigentlich irgendwas, was ich davon mal in die Gentruhe packen kann? Universalköder. Huch. Universalköder könnte ich reinpacken. Immer 50 Stück. Die sind wahrscheinlich jetzt am Arsch der Welt, ne? Ja. Hallo, Shady! Okay. Ja, das andere werde ich gleich mal überpacken. Nur aufgefallen sein, dass ich gestern nicht so extrem da gewesen bin. Der Spruch nicht gefallen ist. Stimmt. Stimmt. Bei keinem der neuen. Und auch allgemein so nicht. Stimmt. So, der königliche Raumteiler kommt da mit rein. Witzig. Jetzt kommt mal hier mit rein.
Das Baguette kommt damit rein, der Eichelkeks kommt mit rein und die Knackwurst kommt damit rein. Und die Forelle kommt damit rein. Die Köder brauche ich auch gerade alle erstmal nicht. Da lacht Schädi wieder. Die abgenutzte Notenrolle kommt da auch mit rein. Oder habe ich schon zwei von gehabt? Diese dumme Knackwurst. Ja, was denn? Das schmeiß ich doch nicht weg. Ich meine, was ist, wenn ich mal ganz dringend eine Knackwurst brauche? Oh Gott, das klingt ganz falsch. So. Weiche Tierhaut. Harte Tierhaut. Stampokaut. Hat mich getötet beim Shadowspringer-Spiel. Das glaube ich. Raptorhaut. Raptorhaut haben wir auch. Flexible Sehne. Okay, schau da mit dem Raptor-Sehne. Feste Sehne. Die habe ich noch nicht. Jetzt mal wieder, sie hat eine große Länge. Von groß und lang hat sie was gesagt. Das ist nur eine Knackwurst. Es gibt auch kleine Würste. Von groß und lang hat niemand was gesagt. Es gibt auch kleine Würste. Hm. Ja, ja. Also ich will es nur berichtigen. Nee, ich glaube nicht. Ah ja. Habe ich da noch irgendein anderes Ei? Naja. Will's auch nicht. Doch, Antilopenkeule hätte ich doch gehabt. 5 Stück. Willst du sie wieder haben? 5 Antilopenkeulen hätte ich doch gehabt. Nee, du hast doch die auch gesetzt, Butter. Ich habe fermentierte Butter. Also auf der Seite nicht. Ich kann gleich mal bei dem anderen gucken. Ob ich da noch was habe. Ich glaube nicht, aber ich guck gleich mal. Okay, warte, dann nehme ich mir das schon mal hier raus. Den Raptorschenkel kommt da rein. Oh, Bundleder. Okay, davon nichts mehr. Kann da alles mit rein? Mehr zu kochen. No. Na, warte, ich geb's dir kurz. Ich guck nochmal schnell beim anderen. Nee. Die Butter habe ich tatsächlich nicht. Butter habe ich leider nicht. Huch. Handeln anbieten. Und handeln. So. Meine ganze Sache, das ist voll mit Kochzeug. No. Kenn ich aber. Kenn ich. Ist auf meinem anderen Schei ja nicht anders. Das ist ja so ein Horn. Ich habe halt jetzt gelernt, durch meinen anderen Scheiß, als ich die Crafter und sowas gemacht habe, dass es mir meistens an so Kleinigkeiten gefehlt hat. Und wenn es manchmal nur ein oder zwei Dinger waren. Was der Grund ist, weswegen ich die Scheiße jetzt wirklich mal aufhebe. Damals hieß es, nee, das brauchst du nicht. Ja, aber wenn ich die Crafter machen will, nee, das brauchst du nicht. Mhm. Und jede kleine Scheiße musste ich mir dann irgendwann zusammensuchen. Nee, nee. Bewahre ich jetzt alles auf. Es ist mir egal, wie viel Mühe das an Platz wegnimmt.
Ja, du stehst schon wieder irgendwo. Ich kann gerade nicht gucken. Dann lach ich jetzt. Kann ich damit reinpacken. Morvoranke? Glaubst du, das habe ich nirgendwo anders? Sinnstein? Hätte ich auch zum Feuerauge packen können, ne? Warum habe ich denn einen Dachziegel? Dann gehen dann so aus, wo wir neue Farmen. No. Yay, noch mehr! Noch mehr Essen! So, warte, ich nehme erstmal den anderen. Was hatte ich denn hier noch alles? Ameisensäure. Okay. Dann packe ich hier mal mein Holz hin. Das sind alles Zutaten. Reagenz. Reagenz. Jetzt packe ich mal alles zusammen. Stoff. Federn. Zutat, Zutat. Dachziegel. Okay. Wie klein jetzt alle noch sind. Riese, du. Ach, da habe ich auch noch mal sowas. Okay. Dann kommen hier die ganzen Zutaten rein. So. Bitte eine Weile reichen als Essen. Für deine Handwerker habe ich dann Level 80 Essen. Achso, 90, okay. Ja, nice. No. Dankeschön. Gott, bist du riesig. Da kann ich nur meine Mikrote draufstellen. Aber cooler Charme, muss ich sagen. Ist ja eigentlich nicht so mein Volk, aber sieht nicht schlecht aus. Du bist doch so riesig, Schildi. Du bist einfach nur riesig. Frühschutz ist auch gut. Fragt mich einfach, also fragt mich gerade per WhatsApp. Bock auf Burger? Was fragt er überhaupt? Doch natürlich! Was fragt der Kerl? Nein, ich habe ein Majoran gerade ausgepackt. Nein! Ich muss mein Ego schauen. Das könnte man einstellen, ne? Um in die Ego-Perspektive zu kommen. Wie ging das nochmal? Da! Ich bin voll rangezoomt. Gut, du hast sogar einen Kratzer da über dem Auge. Voll cool. Ja! Passt! Hat ja geklappt. Ich würde da jetzt nicht so sehr draufstarren. Augenfarbe ist cool. Alter, vor allem, weißt du,
Wenn ich so gucke, ne? Dann muss man erstmal an den Bubis vorbeigucken, um überhaupt in die Augen zu kommen. Da krieg ich das Schau mir in die Augen, Kleines, aber ganz andere, eine ganz andere Bedeutung. Ich brauche auch sowas, Schildi. Ich weiß, welche Klasse wir als nächstes spielen, also welches Volk wir als nächstes spielen. Ich habe da ein richtig tolles Bild mit einem Freund. Ich kann es mir vorstellen. Eieiei. Oh Gott, ey. So, ich muss mal kurz mal meinen Majoran hier wieder rausholen. Ah ja, hier, jetzt kann ich dich jetzt... Ach ja, oh mein Gott. Hatten wir ja sowas. Hier, du kriegst die hölzerne Kult... Oh mein Gott. Du kriegst die hölzerne Maske. Da habe ich leider nichts für dich. Das kriegst du. Da habe ich auch nichts für dich. Ja. Dann kann ich dich auch auf Unternehmung schicken. Ernteausflug. Komm, machen wir mal Ernteausflug. Was brauchen wir denn mal? Hey, genau, du gehst einfach... Gut. Doch, du gehst einfach mal Scherben sammeln. Komm. Kann man immer gebrauchen. Habe ich mir jetzt meinen Majoran geholt? Nein, ich habe mir meinen Majoran immer noch nicht geholt. Majoran. Da. Da habe ich auch meinen Majoran wieder. Teilchen. Was ist denn jetzt mit meinem Majoran? Willst du hier rumstehen und ihn herbeiglotzen? Such doch mal bei Nofikas Led. Dort muss das Zeug doch in rauen Mengen wachsen. Da. Oh, du hast den Majoran hier schon dabei. Den Gebietern sei Dank. Nun kann ich endlich mit dem Quellwasserherstellung beginnen. Hast du jemals... Also Quasselwasser. Okay. Ich habe gerade Quellwasser... Okay. Quasselwasser zu dir genommen. Das fühlt sich wunderbar an. Wirst dich nur regeneriert, sodass du wieder Magie wirken kannst. Klar, dass kein Druid oder Taumaturg darauf verzichten kann. Du bist erstaunlich flink. Und der Schnitt ist sauber, als ob du dein Leben lang mit einer Sichel gearbeitet hättest. Wenn alle Gärtner so wären wie du. Und was euren Wiesenverwüster betrifft, kannst du dafür sorgen, dass er keine Probleme mehr macht? Aber bitte keine Gewalt. Oder eigentlich, na wie auch immer. Das könnt ihr intern regeln. Und schöne Grüße an Fufusha. Haben wir gestern das Outfit doch zusammengestellt. Okay. Ja, nie schlecht. Ich brauche hierfür auch ein Outfit. Also für alles. Aber das dauert noch. Ich will halt nicht vom Marktplatz kaufen. Deswegen will ich jetzt die Sammler und die Crafter mal machen. Ich will so wenig Geld wie möglich ausgeben. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Spätestens dann, wenn ich Sachen auf Zeit sammle. Also die Sachen, die nur zu einer bestimmten Zeit möglich sind zu sammeln. Spätestens da geht es dann bei mir los. Spätestens da denke ich mir dann, okay. Ich kaufe. So. Dieses Emote. Achso, ich kann eigentlich... Wahrscheinlich braucht es kein Schwein. Aber egal. Ich pack... Hier mal ein paar Tränke rein. Vielleicht brauchst du doch jemand. Denn ich brauche sie nicht. Die Zeitsachen sind nervig, aber so teuer auf dem Brett. Ich weiß. Aber wie gesagt, wenn ich gerade, wenn es gerade mit der Zeit passen sollte und ich gerade zeitmäßig da bin, werde ich es wahrscheinlich machen. Wenn nicht, dann werde ich in den sauren Apfel beißen und es halt einfach kaufen. Weil ich habe keine Lust auf diese Zeitsachen. Ich hasse die Sammler jetzt schon. Einfach wegen genau diesen Sachen. Das ist einfach so abgrundtief nervig. Oh, Kitty. Hi. Jetzt brauche ich gerade noch gar nichts. Ich bin gerade bei Klassenquest Level 15, glaube ich.
Also noch brauche ich nichts. Brauche dann erst die... Was, die vorletzte oder die letzte Gärtner-Sache? Bei der Quest. Weiß nicht mehr, bei welcher man die Zeitsache braucht. Von daher... Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis ich auf 50 kommen muss heute. Komm drauf zurück. Das ging aber schnell, du brauchst nichts zu sagen. Ich habe schon von unserem schwarzen Schaf gehört. Der Dummkopf wollte möglichst schnell mit der Arbeit fertig werden. Ohne Dankbarkeit, die Gabe der Natur an sich zu reißen, ist eine Schande, gerade für einen Gärtner. Als Gildenmeisterin kann ich so ein Verhalten nicht dulden. Er wird unverzüglich aus der Gilde ausgeschlossen. Jemand, der keinen Respekt für die Natur zeigt, hat unter Gärtnern wirklich nichts zu suchen. Wie konnte er nur? Du bist ja ganz anders, hoffe ich. Oder muss ich mir Sorgen machen? Ich habe noch gar nicht gefragt, wie es dir bei der Majoransuche ergangen ist. Sehr mühsam war es, sagst du. Da hättest du deine Ausrüstung genau in Augenschein nehmen müssen. Gute Handschuhe und passendes Schuhwerk machen mehr aus, als du denkst. Achte darauf, wenn du dich von nun an auf die Suche nach neuen Pflanzen und Rohstoffen machst. So mühsam war das jetzt nicht. Ich wünsche dir viel Erfolg, Adaria Eistatze. Möge eine ausgezeichnete Kennerin des Waldes aus dir werden. Wenn du bessere Ausrüstung anlegst, kannst du die Werte für Sammelgeschick und Wahrnehmung sowie deine Maximalwerte für Sammelpunkte SP steigern. Höhere Sammelgeschick steigert die Wahrscheinlichkeit beim Sammeln, einen Gegenstand zu erlangen. Bessere Wahrnehmung steigert die Anzahl der sammelbaren Gegenstände. Du sollst deine Ausrüstung also jeweils darauf abstimmen, was dein Ziel beim Sammeln ist. Damit fertig werden. Es hinter mich bringen. Wie man es auch immer nennen will. Stufe 23. Wo ist Kitty schon wieder hin? Das ist immer unheimlich, wie Kitty so schnell weg ist. Was macht die Kunst? Bist du geschickter geworden? Meinen Rat vom letzten Mal hast du aber offensichtlich in den Wind geschlagen. In dem Maße, wie du vielseitiger wirst und mehr Arten von Aufträgen übernehmen kannst, fällt auch das Auge auf bisher vernachlässigte Details. Ja genau, ich meine deine Ausrüstung. Ich will nicht sagen, dass du deine Aufträge in diesem Aufzug nicht erfüllen könntest, aber eine bessere Ausstattung würde deine Leistung ohne Zweifel verbessern. Du musst dich dafür nicht in Unkosten stürzen. Statt alles neu zu kaufen, kannst du deine Ausrüstung mit dem Einsetzen von Materia betrachtlich aufwerten. Hast du schon davon gehört? Früher wurden zum Einsetzen von Materia in Gegenstände Katalysatoren benötigt, die wir Gärtner gesammelt haben. Aufgrund eines neuen Verfahrens werden sie dafür zwar nicht mehr benötigt, aber sie sind immer noch wertvoll und eine gute Gärtnerin sollte wissen, wo solche Katalysatoren zu finden sind. Na, willst du dich auf die Suche machen? Sammle 15 Quanten karbonisierter Materie Grad 1 in der Gegend um Bierhafen im westlichen Lanassia. Bringen sie dann zu Sandre. Er kennt sich hervorragend mit Materie aus und wird dir mehr darüber erzählen. Okay. Jetzt muss ich aber was nachgucken. Und zwar... Das brauche ich nämlich gleich. Ich glaube, ich weiß es zwar eigentlich schon, aber... Ah ja, hier. Ich brauche nämlich das Ding für die Freibriefe gleich. Sehen 15 bis 20, 20 bis 25. Ah ja, Mühlenbruch wird es dann sein. Aber erstmal das andere. Was für die schafft ihr Futter leer zu machen, wo sie vorkochen? No. Weiß ich noch nicht. Falls ich heute noch mit dem Minenarbeiter anfange. Aber ich glaube nicht, dass ich es heute noch leer mache. Tedeltal, Biafen.